Also es darf immer einer vorlesen. Wir wechseln ab. Herr Böttcher, Herr Young, was können Sie noch voneinander lernen? Oh, da fällt mir sofort was ein. Gelassenheit kann ich von dir lernen. Da bemühe ich mich schon seit knapp 80 Jahren. Es kommt schon langsam. Ich fand eigentlich, dass du immer auch mit deinen Schülern langmütig und geduldig bist. Du bist ja kein Choleriker, der aus der Haut fährt und jemandem auf die Finger schlägt, was ja alles in unserem Beruf vorkommt, oder den Bogen über dem Knie zerbricht, auch passiert von einem berühmten Cellisten. Sehr berühmt und zwar ja, sehr berühmter Cellist, sehr bereut, ja. Der eben ein echter Choleriker, auch ein ganz toller Cellist war. Aber gerade das habe ich eigentlich aus der Ferne bei dir immer bewundert, auch schon als du noch in meiner Klasse als Student warst, in welcher rührenden Weise dich um die etwas schwächeren Mitstudenten gekümmert hast, ohne etwa jetzt rauszuhängen, dass du ja sowieso sehr viel besser bist. Welchen Beruf hättest du, wenn du nicht Cellist geworden wärst? Also als Kind wollte ich natürlich Lokomotivführer werden. Das war ganz klar. Ich war Eisenbahn-Fan geradezu. Bin ich übrigens in gewisser Weise heute noch. Und freue mich, dass ich jetzt mit einem Zug in guten 4 Stunden von Berlin nach München komme und mich nicht mehr über die Autobahn quälen muss. Ja, was wäre ich sonst geworden? Vielleicht wäre ich, es hätte mich etwas in der Wissenschaft interessiert. Also so ein bisschen forschen, grübeln. Zuerst dachte ich es, aber dann auch wieder nicht. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es hat sich dann so irgendwie auch ergeben.